144 Stunden nach dem EM-Finale heißt es schon wieder DHB-Pokal-Viertelfinale. Weiter, immer weiter, ein Nordduell. Hamburg gegen Flensburg. Wer schafft es nach Köln? Ist es die Chance für Thorsten Jansens Mannschaft, auf erschöpfte Flensburger zu treffen? Denn 5 der 7 Startspieler der SG waren am Finaltag bei der EM in Köln noch im Einsatz. Hamburg kommt auf jeden Fall besser ins Spiel mit Danny Bajens. Über den Niederländer läuft in der Anfangsphase fast alles 3:1. Flensburg braucht ein wenig, führt dann aber nach knapp einer Viertelstunde in diesem Spiel, angetrieben vom überragenden Simon Pütlik. Der nimmt seinen dänischen Nationalspielkollegen Emil Jakobsen mit. Flensburg erstmals mit 2 vor. Aber die Art und Weise, wie er den spektakulär reindreht an Yogi Bitter vorbei. Ein kleiner Wink schon mit dem Zaunfall. Die Spielfreude, die Flensburg an diesem Tag versprüht. Und Hamburg läuft von dann an hinterher. Und hat vor allem Danny Bajens, immer wieder Danny Bajens, 5 der ersten 6 Tore hat er schon erzielt. Und hier hält er seine Mannschaft weiter im Spiel. Läuft aber weiter dem Rückstand hinterher. Ilic, der einzige Linkshänder im Rückraum von Hamburg, das ja an personellen Problemen nur so laboriert. 3 Spieler fallen langfristig aus, scheitern hier an Benjamin Buric. Nikolai Krikau, seine Mannschaft führt zur Pause mit 14:11, hat ein wenig was liegen lassen, aber insgesamt kann der Coach zufrieden sein. Vor allem mit dem, was dann passiert. Taito Einarsson, was eine Bewegung, 11:17. Und nochmal, der Halbzeitstand war ein 11:14. Ein schneller 5:0-Lauf für die Flensburger bringt das Spiel in genau ihre Richtung. Bei Hamburg geht in der Anfangsphase von Durchgang 2 im Grunde gar nichts mehr zusammen. Aus diesem 5-0-Lauf wird ein 8-1-Lauf und schnell steht sogar plus 10. Johan Hansen an Jens Fortmann vorbei, der mittlerweile im Tor steht. Und bei Flensburg geht dann fast alles. Toto Jansen wirkt phasenweise verzweifelt. Nach nicht einmal 3 Minuten in Durchgang 2 nimmt er die erste Auszeit, nach 6 Minuten die zweite. Und da wusste er schon, das wird heute nicht nur schwer, im Grunde kannst du gegen diese starke Flensburger Mannschaft nicht viel holen. Angetrieben von einer spektakulären Auswärtsmannschaft gewinnt die SG Flensburg-Handewitt deutlich und vor allem hoch verdient. Wir jagen jeden Titel, das wir können. Und wenn du Titel wollen, dann musst du auch in die finale Wochenende kommen. So, das ist natürlich ein erstes Ziel für uns. Ich glaube, erste Halbzeit spielen wir eigentlich eine gute Partie, aber dann verwerfen wir halt auch schon zu viel, um wirklich mitzuspielen mit Flensburg. Und dann zweite Halbzeit machen wir sofort 3-4 Fehler. Dann steht es nicht 11:14, aber 11:18. Und ja, dann ist das Spiel eigentlich vorbei. Eine Halbzeit lang konnte Hamburg Flensburg Paroli bieten. Am Ende ist es ein deutliches Ergebnis. Das Ziel war Köln. Das Ziel ist weiter Köln. Flensburg im Final Four und startet mit einem deutlichen Ausrufezeichen ins neue Jahr.